So langsam, aber sicher ergibt sich ein Bild auch abseits des Teamfotos. Nach fast 20 zum Teil höchst schweißtreibenden Trainingseinheiten lässt sich für Sven Schulze langsam ableiten, wie das Spiel von Alba Berlin in der nächsten Spielzeit aussehen soll. Es sind sehr gute Einzelspieler dabei. Hier David Logan ist natürlich überragend. Der Leon Radosevic ist ein wahnsinnig gutes Talent. Akim und Bart Timor, die sind auch sehr, sehr engagiert und man sieht das Potenzial. Wir sind auch schon am 5 gegen 5 spielen, was teilweise natürlich noch ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen zu hektisch oder zu konfus aussieht, aber es ist ganz normal, weil die Systeme da noch nicht ganz so drin sind und wir haben jetzt auch noch nicht so viele. Aber dieses Jahr, denke ich mal, werden wir versuchen, den Ball noch mehr zu pushen und viel mehr Fastbreak und Schillangriffe zu spielen als letztes Jahr, weil wir eben eine athletische Mannschaft haben und sehr schnelle Spieler. Und ja, das ist so der Eindruck von den Spielern. Einen bleibenden Eindruck bereits in seiner ersten Spielzeit will auch der jüngste Akteur im Alba-Kader hinterlassen. İsmet Akpina, ausgestattet mit einem 4-Jahres-Vertrag und einer Doppelspiellizenz für die Profimannschaft und den Nachwuchsbereich, will ankommen im Konzert der Großen. Also klar, im ersten Jahr gebe ich alles. Also ich bin in jedem Training 100% dabei, egal wie Bühne man ist. Man muss sich als junger Spieler in jeder Trainingseinheit beweisen. Man muss immer da sein und ich gebe mein Bestes und dann wird man halt sehen, wie ich mich mache. Mit 18 Jahren hat İsmet Akpina so einige Träume, große Ziele und baut vor allem auf die Ratschläge der erfahrenen Akteure im Team. Klar, also die waren sehr zuvorkommend, waren sehr hilfsbereit. Die haben mir schon von Tag 1 gesagt, so, wenn irgendwas ist, wenn du Hilfe brauchst, melde dich, wir sind immer für dich da. Wir sind auch alle im selben Gebiet, also im Prenzlauer Berg wohnen wir alle und deshalb ist das auch sehr hilfreich und ich finde das super, wie die das machen. So langsam aber sicher ergibt sich ein Bild, das nun in den kommenden Wochen bis zum Saisonstart weitere Konturen bekommen wird.